Hi Leute, Forti hier. Wenn ihr heute CSGO startet, werdet ihr feststellen, es gibt ein Update. Es ist ungefähr 300 MB groß und es ist nicht etwa eine neue Operation, es ist nicht etwa Source 2. Nein, es ist ein Service Medal, also es ist einfach eine Vorstellung des nächsten Service Medals sozusagen. Es sieht okay aus, aber alle sehen irgendwie in Ordnung aus. Ich muss sagen, mir fehlt bis zu normalen Service Medal noch ein kleines bisschen. Das werde ich wohl noch schaffen, glaube ich. Einfach, weil ich dieses Jahr sehr wenig gespielt habe. Aber nicht nur, denn das Update sagt auch, es gibt auch zwei neue Wingman-Maps. Und zwar einmal Boyard und einmal Chalice. Und die schauen wir uns jetzt an. So sieht die Map Boyard aus, falls man das so ausspricht. Sieht recht unübersichtlich aus. Ich weiß nicht, das ist so mein erster Eindruck. Aber zumindest die Sichtbarkeit ist in Ordnung. Die Map ist relativ hell. Und so sieht die zweite Map aus. Chalice heißt sie. Ist ebenfalls eine Wingman-Map. Also sind beides Wingman-Maps. So. Und also die sieht ein bisschen... Oder wirkt auf den ersten Blick ein bisschen größer, aber müsste man dann einfach schauen. Also ich glaube, hier wäre es durchaus angebracht, auch zu snipen und so weiter. Bin gespannt, wie die sich hier spielen. Wenn ihr die schon ausprobiert habt oder haben solltet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten Daumen nach oben. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Haut rein und bis dann.